ja, Siedlungszeit hier halt angegriffen worden von negativen Reptiloiden und sind eben aufgrund der ganz üblen und heftigen Kämpfe, die es da wohl gegeben haben muss, durchaus auch unter Einbeziehung eben menschlicher, die da auf der Seite der negativen Reptiloiden mitgekämpft und gearbeitet haben, sind halt die Naag ausgewichen unter die Erde. Und also, so wie Sie gesagt haben, reicht es eben nicht, mit dem Stein Kontakt aufzunehmen, weil die Erde eben so viel mehr ist als das Gestein. Und deshalb ist es ihnen nicht gelungen, im Nachhinein eben diese, wie soll ich sagen, die Erlaubnis der Erde dann eben doch noch zu bekommen. Inzwischen hat das aber geklappt. Und also eben in diesem Zusammenhang wurde halt den Naag halt angetragen, wenn sie irgendwie diese Einwilligung der Erde eben bekommen möchten, dann wäre eine Voraussetzung dafür, sich mit den Menschen zu arrangieren, also zu einigen und zu arrangieren. Und in diesem Zusammenhang kam dann eben so diese Bitte, das Buch darüber zu schreiben, weil sie waren halt der Meinung, dass es irgendwie genau das ist, was irgendwie da helfen kann. So, sage ich jetzt mal. Ja, also die haben auch ja schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht und wollten eigentlich erst mal gar nichts mehr mit den Menschen zu tun haben. Wäre verständlich Die auch, haben einfach Angst, ne? wenn man die Ja. Menschen anguckt, so von Weitem und guckt, was alles auf der Erde läuft, dann würde ich fast Ja. auch sagen, also möchte ich Ja. eigentlich teilweise auch nichts mit zu tun haben, aber ich weiß ja, dass es viele Menschen eben doch sehr viel besser sind als so, wie es sich von außen durch all die Kriege und all das Leid darstellt. Aber teilweise sehen die uns eben so und sind erstmal auf Abstand, aber es sind eben einige wenige auch, die so eine Herzlichkeit haben und so bereit sind, auch jetzt den Kontakt aufs oder auf uns zuzugehen. Also man spürt, es ist, wir haben sie ja noch nicht physisch kennengelernt, aber durch deine Übersetzung kriegt man das ja schon mit, dass es wirklich eine sehr tiefgehende Freundschaft sich inzwischen entwickelt hat. Und wir hoffen ja. Gelinde ausgedrückt. Ja, man kann es nur vorsichtig ausdrücken, weil das kann ein Außenstehender wahrscheinlich gar nicht Nicht nachvollziehen. nachvollziehen, weil es eben, ja, noch nicht wirklich konkret ist, aber man spürt es, wenn man ein offenes Herz hat, doch sehr deutlich, wie tiefgehend das ist. Also es geht darum, dass wir mit denen Verbindung aufnehmen sollten, weil wir zusammen eben auf der Erde leben müssen und wenn die Erde so weitermacht wie bisher, geht's nicht wirklich gut, oder? Wie kann man das sagen? Ach, da gibt es ja jetzt auch so die unterschiedlichsten Aussagen. Ne? Die einen sagen, ach, es ist alles schon gerettet, man braucht sich nicht aufzuregen. Die anderen begeistern sich da drin, irgendwelche schrecklichen Sensationsmeldungen in die Welt zu setzen. Und also nach allem, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe darüber, ist es wohl so, dass im Endeffekt irgendwie Menschen im Grunde genommen gar nicht wirklich erfassen können, was tatsächlich läuft, weil ein Mensch denkt immer mit einem 3D-Gehirn. Und das heißt, man kann also eigentlich nur Prozesse erfassen, die eben in 3D ausdrückbar sind, also dreidimensional denken und reden und darstellen. Und aus anderer Warte stellen sich die Dinge eben ganz anders dar. Und das in ein menschliches Gehirn zu projizieren, das stößt halt einfach auf Grenzen. Also von daher kann man sich im Grunde genommen mit dem menschlichen Denken an das, was eigentlich abläuft, sowieso immer nur annähern. Ne? Also ich denke, so ganz richtig liegt im Grunde genommen keiner mit dem, was er da zu diesen Transformationsgeschichten sagt. Ne? Also die Tendenzen mögen zwar ungefähr stimmen, aber also man muss sich da auch schon einfach frei halten von irgendwelchen bestimmenden Formulierungen. So. Ja, aber du hast es ja schon angedeutet, es gibt ja alles von, es kommt das Ja. goldene Zeitalter bis zu, es gibt Ja. totale Weltende oder totale Zerstörung. Und man kann es im Grunde nicht absolut sagen, was passieren wird. Wahrscheinlich wird auf eine gewisse Weise für jeden das, was unterschiedlich ist, auch was Individuelles passieren, je nachdem. Das auf jeden Fall. Also ich denke, das Entscheidende ist, dass, warte mal, das ist jetzt nicht eine Formulierung der Naag, aber eine Formulierung des Erdwesens. Also da hieß es halt vor relativ kurzer Zeit sehr, sehr deutlich, dass eben
so schlimme Katastrophen, wie ja eben auch vielfach so prophezeit werden, dass die durchaus anders ablaufen können oder dass die Veränderungen, die vielleicht durch Katastrophen geschehen müssten, irgendwie, weiß ich auch nicht wie, dass diese Veränderungen anders stattfinden können. Aber dass das absolut davon abhängt, also ich zitiere mal wörtlich, wie viel goldene Friedensenergie die Menschen in ihren Herzen entwickeln können. Also das bedeutet im Endeffekt, das, was eigentlich geschehen muss, das geschieht im Inneren. So, ne? Natürlich hat das eine Wirkung nach außen, also hat es irgendwie die Einstellung, die ich in meinem Inneren entwickle, hat natürlich Folgen in meinem Äußeren, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit Tieren umgehe oder was ich für einen Beruf wähle oder ne, ist ja ganz klar. Also da gibt es ja nun 1000 Bücher drüber und was weiß ich. Und jeder, der ein bisschen klar denkt irgendwie, der sieht auch, dass es das einfach man nicht irgendwie mit Vollgas auf dem Abgrund zurennen kann und dann trotzdem immer noch meint, irgendwann geschieht ein Wunder, sondern also jeder muss es selber machen, ne? Also niemand kann es für einen anderen machen und es beginnt aber im Inneren. Und das ist, glaube ich, auch so mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Lösungen sind nicht im Außen zu suchen, nicht irgendeine neue Technologie oder irgendwie ein neuer Präsident oder eine neue Regierung oder ein neues Gesetz oder eine neue Verordnung oder ein neues Währungssystem oder aber es beginnt im Inneren. Und wenn der Mensch es nicht schafft, sich in sein Inneres hineinzubegeben, sich meinetwegen jeden Tag, wie einmal nur jeden Tag, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen, dann geht es eben immer weiter auf den Abgrund zu. Und natürlich sind dann Veränderungen, die hier korrigieren wollen, ganz anders, als wenn eben diese Bemühung ernsthaft angestrebt wird. Ne? Aber das betrifft jeden einzelnen Menschen. Ne? Und dann natürlich eben auch ganz differenziert sein ganz persönliches Leben. So, ne? Ja, und das bedeutet natürlich auch Respekt vor allem, was sonst noch lebt Das und geht ja nicht gar einfach nicht die. anders, ja. Ja, natürlich. Ja. Und das bezieht aber eben gerade auch die Wesenheiten mit ein, Die anders sind die als wir wir. nicht sehen und Ja. deswegen nicht berücksichtigen. Wie gesagt, Baumgeister, wenn man nur das Physische sieht, dann sagt man, Baum kann man schön Holz von machen und schöne Ja, Möbel von machen oder ja. was auch immer. Aber wenn wir das andere nicht berücksichtigen, zeigen wir eben, dass wir keinen Respekt davor haben, vor dem, was überhaupt noch sonst da ist. Und das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Es ist ja jetzt noch eine Geschichte mit den Nag, wo wir noch gar nicht wissen, wie die weitergeht. Also möglicherweise wird es irgendwann auch konkrete Kontakte geben. Das werden wir mal sehen. Ist noch eine spannende Sache, aber es ist wohl die entscheidende Aussage in deinem Buch eben, dass es um die Erde geht und dass die Erde eben auch braucht, dass die Menschen oder die Wesen, die auf der Erde leben, mit. Die Menschen sind ein Teil der Erde. Das heißt, im Endeffekt ist eine Genesung der Erde nicht ohne die Menschen möglich. Ist eben jetzt so noch immer die Frage, wie, ne? So, ne? Die Zukunft steht da auch nicht fest. Also kannst du aus Es gibt. irgendwelchen, was du reinkriegst, gibt es da irgendjemand, der sagt, ach, das geht sowieso den Bach runter? Oder gibt es welche, die sagen, ach, das ist auch schon alles gelutscht, der Tropf ist schon gelutscht? Naja, so da gibt es viele, ne, die aus unterschiedlichster Warte das sagen. Aber also nach den Erlebnissen und in dem Austausch, der halt stattgefunden hat, ist es durchaus so, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt. Und das ist ja gerade das Spannende am Leben, ne? Man kann zwar so.